Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Beckschulze von der RKF Lesis. Heute wollen wir euch ein System zeigen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Natürlich mit einem Unimog. In dem Fall einen U423. Verbaut haben wir in der Front ein Dükamé-Gerät, ein Dua 800, womit wir eine Reichweite von 7 Metern erreichen. Und was da der Vorteil ist, das zeigen wir euch. Getauscht wird der Mähkopf gegen eine sogenannte Düseneinheit, womit wir das Material zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ausbringen können. Der Dua 800, wie eben schon erwähnt, hat eine Auslage von 7 Metern. So können wir sowohl im unteren Bereich als auch im oberen Bereich der Bäume punktuell das Material ausbringen. Wie wir das Material transportieren und zur Düseneinheit fördern und warum der Unimog dafür perfekt geeignet ist, das zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Wir nutzen hier den dritten Anbauraum der Pritsche, um ein handelsübliches Wasserfass zu transportieren. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, mit dem Anbauraum im Heck oberhalb des Kontergewichtes eine Pumpeneinheit zu verbauen. Diese Pumpeneinheit sorgt einmal für die Umwälzung des Materials im Wasserfass und schickt das Material nach vorne, um die Düseneinheit mit dem Material zu versorgen. Fassen wir die Vorteile doch noch einmal zusammen. Punktuelles Bearbeiten des Eichenprozessionsspinners. Effektiv, schnell, wirksam. In Kombination mit dem Unimog können wir mit einem Wechsel des Mähkopfes direkt in den Mähbetrieb gehen oder eine Ast- und Walleckenschere dran machen und Lichtraumprofil schneiden. Dadurch ist das für den Anwender dieses komplette System sehr wirtschaftlich. Und für mehr Informationen besucht doch einfach unsere Website www.rkf-lesis.de und natürlich die sozialen Medien. Oder kontaktiert doch unsere Verkäufer einfach direkt. Euer Andreas Beckschulze.